Hallo Leute, ja, wir sind ja noch in der Grabkammer. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob wir weitermachen oder ob wir zurückgehen. Aber was sagt denn unser Platz? Ja, ist nicht mehr, wir haben nicht mehr viel Platz eigentlich, ne? Ist echt zu überlegen, ob wir doch vielleicht umkehren, ne? Aber hier unten finden wir jetzt vielleicht nicht ganz so viele Dinge mehr, ne, oder? Also hier ist schon mal nichts wohl. Aber ihr guckt's Logo und dann aufs Großbild, ne? So. Pilze haben wir. Das ist nur 3 Minuten das Fleisch da unten. Okay, dann gucken wir hier noch rein. Hier ist aber auch nichts. Aber also richtig hier vielleicht nicht weiterzugehen, ne? Oh, hier erschreckt mich immer. So, das war schon alles auf diesem Flügel dann, ne? Nur mal checken, nicht, dass ich was übersehen habe. Hier war keine Tür sonst, ne? Ne, das heißt, wir haben schon zwei Seiten fertig. Jetzt müssen wir in die dritte noch rein. Und das ist die. Steht einer hinter der Tür? Nein. Da hinten ist eine Tür und hier ist eine Tür. Hier ist auch nichts. Doch. Okay, da war aber sonst nichts zu holen hier. Schade. Okay, dann haben wir nur noch eine Tür und dann war es das schon, oder? Und da sind wir gekommen, ne? Ja. Und hier ist die Pilze, Skelettknochen und das war's. So, das heißt, schon erledigt, ne? Da war nichts, da war nichts. Ja, das meiste haben wir da weggeholt. Passt dann, dann können wir zurücklaufen. Gut, diese Grabkammer ist dann erledigt. Ich fange an zu frieren, okay. Mal die Fackel aus. Da unten ist ein Geist, oder? Irgendwas Rotes ist da unten auf jeden Fall. Aber wir gehen, glaube ich, erstmal zurück. Ist ein Berserker. Ich glaube, ich gehe mal weg. Ich glaube, vor Dingens hatte der Angst, ne? Oder wie war das? Vor Feuer haben die Angst. Ich bin zu schwach gerade. Ich gehe mal lieber weg. Weil sonst kriege ich einen auf die Mütze. Nee, das war jetzt nicht passend, hier durchzulaufen, glaube ich. Jetzt kommt so eine ganze Bande hinter mir her, ne? Aber wer weiß, wie viel da hinter mir herrennen, ey. Das wird nichts, das sind zu viele.
die brauche ich jetzt auch nicht noch. Na, hau doch. Jetzt habe ich keine Fackel mehr, so ein Shit. Der Neck, der macht mich gleich fertig hier. So, jetzt ist Ruhe. Ah, stressig. So, und hier ist jetzt Wasser, ne? Ah, das ist da. Ja, ich weiß, wo wir sind. Das heißt, ich muss diese Richtung gehen. Da vorne ist gleich dieses Mal da. Könnte sein, dass hier noch ein Skelett rumläuft. Vielleicht nehmen wir hier doch noch ein paar Sachen mit, wenn wir davon was mitnehmen können noch. So, jetzt hier lang. So. Können aber gerade noch was zu essen vertragen. Das hier. Wir müssen noch ein bisschen nach da. Jetzt hier durch müssten wir eigentlich nach Hause kommen. Da war das Skelett, meine ich. Ja. So, dann über die Lichtung und dann sind wir schon wieder zu Hause. Ziemlich dunkel hier. Hier waren die Pilze mal drin, ne? Ganz am Anfang. Ja, wollen wir mal zusehen, dass wir nach Hause kommen. Die Kälte erwischt uns jetzt so ein bisschen, ne? Ja. Da hinten muss jetzt unsere Hütte sein, hinter dem Hügel hier. Aber kann man vielleicht auch gar nicht sehen, weil, ne? Noch mehr eingefriedet, ne? Da kann man doch sehen. Passt, ein Feuerchen ist da auch. Läuft nichts schief. Habe ich jetzt erwischt. Ich wollte nur die Tür aufmachen, habe aber irgendwie die falsche Tasche erwischt. So. Hier ist kalt, jetzt lass uns erstmal reingehen. Ah, irgendwer ist da in der Nähe. Das heißt, wir können wahrscheinlich nicht schlafen, oder? Doch, können wir. Dann lass uns schlafen. Auf einem Boot aus dem dunklen Holz unter den Segeln liegst du mit zwei Brust, verschränkten Armen, verschwommen Gesicht, der Bilaum am Drücken der Dunkelheit. Trillern vertraute Lieder, ja. Ist hier nur einer oder? Ist der jetzt weg?
Laufen wir einmal rum, dann sehen wir das, oder? Ne, ist keiner mehr da. Gut. Dann würde ich sagen, können wir jetzt hier schauen, dass wir den Kohlemeiler dann in Anstich kriegen, oder? Nein, das war nicht der, der war's. Und dann herstellen. Nee. Doch, hier ist der Kohlemeiler. Ey, ich brauche 5. Ach, warte mal. Nee, das war verkehrt. Hier müsste noch was drin sein, ne? Da ist er. Mal 6. Ja. Steine brauchen wir jetzt 20. Haben wir die hier drinne? Ja. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo wir den hinstellen, ne? Ist ja schon ein bisschen klein hier, oder? Auf der anderen Seite. Ja. Ist nicht die Nähe der Werkbank da oder was? Doch. Sieht so aus, als ob es doch nicht passt mit der Werkbank, ne? Sollte ich den hier hinbauen? Zack. So. Habe ich den jetzt falsch rum aufgestellt oder so? Ah, da ist der Eingang, super. So, jetzt läuft er. Ah, geht gerade so mit dem, wie er da steht, ne? Ist er jetzt explodiert, ne, ne? Jetzt habe ich Kohle, okay. Die fällt da vorne raus, ne? Dann ist auch gut. Ach, das erschreckt einen aber schon ein bisschen, ne? Okay, das läuft. So, damit können wir dann hier den Ofen betreiben. Wo kam die Kohle rein? Hier. Hier ist kein Gegenstand, der verarbeitet werden kann. Ist es, oder ist hier das Kohleloch? Okay, wir können hier Kohle reintun. Aber ist was drin? Das ist die nächste Frage. Kommt da gleich was raus? Oder? Ja, es kommt was raus. Okay. Kupfer. So, haben wir denn noch mehr davon? Was ist das hier? Kupfer. Okay. Da haben wir noch mehr Kupfer. Lass das mal hier. Der kann auch hier hin. Der kann auch hier bleiben, der eine. Da haben wir noch mehr. Pfeil und Bogen. Sind das die gleichen Bogen wie da? Ja. Hier ist noch Harz, das kann man auch erstmal dahin. Die Steine können wir eigentlich zurücklegen. Honig, den lassen wir mal hier. Das kommt in eine andere Kiste rein. Ja, ich glaube, diese Kiste ist erstmal erledigt. Jetzt haben wir noch Kupfer aufgehoben. Kohle ist keine drin, okay.
Kohle ist keine drin. Dann lass uns gerade hier hingehen und schauen. Das war die andere. Ne, warte, das ist falsch rum. Das von da nach da, aber das ist auch schon voll. Okay. Harz haben wir hier auch schon reichlich drin. Gut. Haben wir hier noch was? Pilze sind auch schon voll. Nimm das mal mit. Dann können wir auch da hinlegen, weil wir müssen noch mehr Kohle machen wahrscheinlich. Hier kann ich jetzt glaube nichts mehr reintun gerade. Nächste Kiste. Ah, da sind jetzt auch schon so viele dran. Karottensamen haben wir da. Die Maske kann hier hin. Ja, und der muss schon wieder woanders hin. Ja, dann können wir die hier hinlegen. Und das Geld kommt hier hin. Das haben wir schon 64 Taler. Hier ist jetzt nichts mehr, was wir da hier noch besonders brauchen, oder? Ein Barren aus reinem Quobreit zum Verarbeiten kann nicht teleportiert werden, okay? Also dafür ist dieses Symbol hier oben. Ja, was können wir sonst noch machen? Aufwertung ist nicht, aber wir können erstmal was hier reparieren. Dann ist das da erledigt. Hier können wir auch noch das gerade mitnehmen. Wieso ist denn der Tropfen nass? Überladen, okay. Es ist voll und ich bin trotzdem noch überladen, okay. Gut, dann tun wir das raus. Und dann brauchen wir noch Kohle. Was ist das? Ein Stein? Kann man nicht aufheben. Okay, dann holen wir jetzt das viele Dingens ab. Ist in der Donne. Nochmal wieder voll. Und dann gehen wir erst wieder zurück. Die Bienen ernten. Haben wir nochmal Honig gekriegt, auch sehr schön. Das klappt schon mal mit der Bienenfarm. So, jetzt läuft der auch. Das ist voll. Ja, dann haben wir das erstmal soweit geschafft. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir dann weiter vorankommen mit weiteren Gerätschaften. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.